So, willkommen zu einem weiteren TechView-Vlog und ihr seht, ich habe wieder zwei Smartphones auf dem Tisch liegen. Das heißt, es geht wieder um einen Speed-Comparison, einen Geschwindigkeitsvergleich zwischen dem BlackBerry Key 2 auf der linken Seite und dem UMIDIGI Z2, das ich auch im Test habe, des chinesischen Herstellers UMIDIGI. Und ja, was kann man zu den Specs sagen? Snapdragon 660 mit 6 GB Arbeitsspeicher zur linken und zur rechten ein Helio P23, glaube ich, war es, mit 6 GB Arbeitsspeicher. Was ist der große Unterschied? Naja, nicht ziemlich viel. Hier läuft Android 8.1, hier läuft Android 8. Kein großer Unterschied, würde ich mal sagen. Oder sogar 8.1. Lasst mich nicht lügen. Lasst mich nachschauen, um es euch zu sagen. Hier läuft auch Android 8.1 drauf. Das heißt, auf beiden Geräten läuft Android 8.1 drauf. Ich werde jetzt hier mal alle Anwendungen schließen, die ich im Hintergrund irgendwie vielleicht mal geöffnet hatte. So. Und dann wollen wir einfach mal loslegen, indem wir Programme starten. Fangen wir an mit dem Chrome-Webbrowser 1, 2, 3. Und da sehen wir im Grunde genommen den Webbrowser ziemlich gleich geladen, was die Geschwindigkeit angeht. Hier ein bisschen was länger gebraucht für die WLAN-Übertragung. Beide sind im gleichen WLAN. Sollte kein großes Problem sein. Play Store 1, 2, 3. Hier war die Animation etwas schneller, aber hier hat es schneller geladen. Also sie verwenden unterschiedliche Animationseffekte. Das seht ihr, hier blendet er aus. Wenn ich auf Home drücke, hier geht er nach unten. Das ist hier einfach die Stock-Android-Variante, die ein bisschen was, eine andere Animationsart verwendet. Ja, was können wir noch ausprobieren? Wir können natürlich noch YouTube austesten. 1, 2 und 3. Und da sehen wir hier links schneller als rechts. Etwa vergleichbar mit den Ergebnissen, die ich ja euch schon gezeigt habe mit dem Key One, also dem Vergleich, hier ist das Key One gegen Key Two. Also das UMIDIGI hält sich im Grunde genommen auf Niveau des Key Ones. Deshalb gibt es da keine großen Unterschiede, was das angeht. Ja, VLC 1, 2, 3. Deutlich schneller auf der linken, auf der rechten Seite ein bisschen was langsamer. Was haben wir denn noch? Watchbox 1, 2, 3. Ja, ziemlich gleich, würde ich sogar sagen. Bei beiden Geräten, was interessant ist. TV-Programm, klack. Ich habe vergessen, 1, 2, 3 zu sagen. Aber hier links schneller als rechts. Reddit haben wir auch noch im Programm. 1, 2, 3. Reddit herbei. Links schneller als rechts. Also ihr seht, im Grunde genommen, ja, kein großer Unterschied. Wenn ich jetzt nicht beide vergleichen würde, würde ich jetzt nicht deutlich sagen, dass das langsamer wäre, deutlich langsamer und deutlich umständlicher wäre das UMIDIGI Z2, sondern man muss sie schon vergleichen, um den Unterschied zu sehen, sagen wir mal so. Und was haben wir denn noch? Was können wir noch ausprobieren? Was können wir noch starten? AntennaPod habe ich, glaube ich, hier nicht auf dem Gerät. Ghost Commander, das können wir auch nochmal starten. 1, 2 und 3. Links schneller als rechts. Auch, glaube ich, kein großes Wunder. Gehen wir mal in Multitasking rein. Ihr seht, wir haben eine andere Ansicht, aber die Sortierung ist gleich. Chrome-Browser. Beide, wie gesagt, 6 GB Arbeitsspeicher. Ich habe jetzt nicht so viele Programme gestartet, aber ihr seht schon, Multitasking ist keinerlei Problem. Größter Unterschied beim Multitasking ist, wenn ihr zwischen zwei Anwendungen schnell hin und her wechseln wollt, dann seht ihr hier den Unterschied. 1, 2, 3. Hier quasi instant, hier hat es diese blöde, bescheuerte Animation, die halt immer deutlich länger braucht. Und hier ist halt super schnell. Es war auch eine Animation drin, aber die geht halt viel schneller als. Auch das hier ist halt deutlich schneller, dieses Kartendesign, als dieses hier. Ich könnte natürlich hier jetzt immer umschalten auf das andere, wenn ich das schnell finde. Das müsste unter dem Display zu finden sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Und hier heißt es dann, ich glaube, Rolodex, das Standard-Google-Gedönse. Genau. Und dann können wir natürlich jetzt auch nochmal ausprobieren, wie das aussieht. 1, 2, 3. Da seht ihr, das ist schon ähnlicher von der Geschwindigkeit her dann, was das Wechseln angeht, aber immer noch ein Ticken langsamer als auf der rechten Seite. Nun ja, das ist halt so der große Unterschied. Ansonsten beide Geräte zu empfehlen, was Geschwindigkeit angeht, da gibt es also keinen großen Unterschied. Ansonsten nur mit UMIDIGI Z2 werde ich natürlich noch ein Kamera-Review machen. Habe ich mich doch dazu überreden lassen, irgendwie ein Kamera-Review zu machen und ein normales Review auch, falls ihr euch dafür interessiert. So, ja, das war's für diesen Vergleich.
und bis zum nächsten Mal.